So, Aufnahme läuft wieder und jetzt werden wir 4 Stunden The Outer Worlds spielen, in etwa. Pi mal Daumen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil neue Aufnahmesession, 3. Abend. Waffen aus der endlosen Leere. Verfügt Pineas in einem Orbitallabor über eine mächtige Waffe, durchsuche das Archiv von Hephaestus Mining auf Hawthorns Terminal. Gewinnte Gerüchte über einen Groundbreaker, über einen Wissenschaftler, der mit geprahlt hat, eine mächtige Waffe zu erforschen. Vielleicht finden sich ja mehr Hinweise auf der Station. Gucken wir mal eben bei den Ortregionen. Freie Passage, informiere Dr. Wells, das müssen wir noch machen. Sprich mit Lila Hagen. Toplight and Salvage and Shipping. Ihr Büro befindet sich auf der Promenade der Groundbreaker neben dem Spratwurstverkäufer. Sehr gut. Ich habe auch eins. Wir haben gerade noch über Sitzkissen geredet, bevor ich die Aufnahme für YouTube aufgemacht habe, weil ich mir so einen Memory-Schaum Anti-Steißbein-Entlastungskissen geholt habe. Sublight. The legitimate smuggling business. You reckon we can shop here, or is it all spoke for? Mir tat halt einfach der Arsch immer weh. Von dem komischen Pilzstuhl, den ich auch habe. Nee, das ist jetzt gerade nicht interessant für mich. Und die ist genau über mir. Oh, das war aber eine schnelle Fahrt. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Ich bin Captain. Ah nein, ich bin Captain Hawthorne. Sure you are. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Hey, Doc Fenhill. Glad to see you ain't moved on from Groundbreaker yet. Hey, Tobias. How's the leg? Good as you left it, ma'am. Still bends and everything. Was mit deinem Bein, passiert? A bullet went through it, most of the way. The other guy thought his ship was perfectly operational. I told him it was salvage. We disagreed. I won. Workplace hazards, Captain. Pretty routine around here. Du bist also Angestellter von Sublight. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ich bin Captain Hawthorne, stolzer Besitzer der A little advice. Before you start telling lies, get a feel for who you're talking to. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Lass Ada bloß nicht hören, wie du ihr Schiff beleidigst. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings, but there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Natürlich. Was ist so besonders an Stellar Bay? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. Ich komme nach Stellar Bay. Erzähl mir von dem Job. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you.
Now get going. Ich habe jetzt nur gesagt, ich nehme den Job an. When you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Wonach halte ich Ausschau? Don't go looking for anything except salvage. Just watch out. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Good enough for me. Rede mit jemand und krieg ein Level up. So, weiteren Vorteil. Mehr Tragekapazität, Leben pro Tötung. Den Genauigkeitsabzug, TDZ pro Tötung, Wissenschaftswaffenschaden. Markierung von Objekten. Das ist echt... Ich kann ja trotzdem noch Grad 1 holen. Was haben wir denn hier? Schnellreise trotz Überladung, 50% EP durch Begleitertötungen. Da ich ja mit Begleitern laufe, wird das gar nicht mal so unnütz sein. Medizin, Tüftler kosten minus 50%, das würde ich gerne noch holen. Oder mache ich mich erstmal speziell? Na komm, Handfeuerwaffen. Dann ist mein Revolver noch stärker. Minimaler Rüstungsdurchgänger Schaden plus 10%. Kritische Treffer mit Handfeuerwaffen ignorieren 100% Rüstung. Aber an sich ist die Expertenfähigkeit nicht super imbar, aber schon heftig. Darf ich dich noch ausrauben, bevor ich gehe? Ich könnte dich so schön hacken, aber wahrscheinlich werde ich dann angegriffen. Deshalb lassen wir das lieber mal. Sag nochmal, der Hut passt irgendwie nicht. Irgendwas stimmt damit nicht. Wie viele Leute haben das Ding vor mir schon getragen? Ist das jetzt mein Leben? Denn wenn das so ist, dann muss ich es akzeptieren. Da bin ich eben euer Mondmann. Aber am Ende wird nichts mehr von mir übrig sein. Du hast deine Wahl getroffen, als du den Vertrag von Spacer's Choice unterschrieben hast. Geht's dir gut, Liebling Mom? Ich hoffe, es geht dir gut, Mom. Dachte, ich melde dich mal wieder. Ich habe viele Ingenieure als Kundschaft. Ich erinnere mich noch daran, als ich zu Hause auf Terra 2 als Mechaniker gearbeitet habe. Lydia Hagen von Sublight hat mir gesagt, dass ich immer noch eine Karriere im Bergungsgeschäft anstreben kann, wenn das hier nicht funktioniert. Kannst du Dad und die anderen für mich drücken? Ich finde es echt toll, dass wir so in Kontakt bleiben können, Mom. Kleine Erinnerungen an zu Hause sind wichtiger denn je. Viel Spaß mit den tollen Spacer's Choice Produkten, die ich dir geschickt habe. Die kriegst du auch bei dir daheim, aber ich dachte, du freust dich, weil ich ja Konzernrabatt und so kriege, Martin. Anscheinend hat jedes Terminal wirklich andere Inhalte. So, Monek, Weltraum. Auf Skiller. Dr. Dorset meinte, dass ich Captain Irion vermutlich irgendwo auf Skiller befände. Suche ihn, stelle sicher, dass es ihm gut geht. Ich dachte, das hört man mit dem Notruf mit der Leder. Das war was ganz anderes, ne? Übrigens, wenn es um Gesichter geht hier und ich finde das gesamte Grafische... kann ich eigentlich nicht meckern. Der Stil passt überall zusammen und für die Mittel, die zur Verfügung stehen, muss man ja sagen, haben sie ein echt gutes Singleplayer-RPG gemacht.
Und ich finde es auch nicht schlimm, dass es keine deutsche Synchro gibt. Gillas. Gillas ist einer der größten Asteroiden im Charybdis-Feld, das Halcyon umkreist. Hephaestus Mining hat Ansprüche auf den Felsbrocken angemeldet, aber die Schiffstelle ist seit Jahrzehnten verlassen. Destination reached. Scylla. Scylla. Besuche das Archiv von Hephaestus Mining auf Hearthstone's Terminal. Von Gladys auf der Groundbreaker erhaltenes Terminal. I've shut off the visual feed from my ocular inputs in the captain's quarters. So you're free to disrobe whenever you'd like. Moment. Aktuelle Nachrichten von E. Blaine. Pascal, ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich den Rest von Du weißt schon was an Du weißt schon wen gegeben habe. Tut mir leid wegen der Geheimniskrämerei. Man weiß ja nie, wer hier so alles mitliest. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Du hast Kopf und Kragen riskiert, als du dich in das Versammlungszentrum begeben hast. Ich bin dir wirklich dankbar. Aber ich würde es trotzdem begrüßen, wenn du niemandem etwas davon erzählen würdest. Ich mag meinen Job und würde ihn auch gerne behalten. So, Ergebnis Nummer 1 aus dem persönlichen Protokoll des Standortaufsehers. Der Captain hat Harris etwas verkauft, das den Namen Redistributor trägt. Und verschwand dann, bevor wir festgestellt haben, dass das verfluchte Ding nicht funktioniert. Das Einzige, was das Ding bewerkstelligt hat, ist, dass die Anzahl von Bits auf Harris Modul zusammengeschmolzen ist. Es sieht aus wie irgendeine schräge Technologie oder Waffe. Vielleicht kann ein Wissenschaftler damit etwas anfangen. Aus dem persönlichen Protokoll, blablabla. Doc Caulfield konnte Lem nicht retten. Jetzt muss ich Harris für seinen Mord festnehmen. Hab die Waffe beschlagnahmt und sie vorerst in Bertys Büro untergebracht. Der Standortaufseher könnte zumindest mal die Formulare ausfüllen und erklären, was das für ein Teil ist. Keine Ahnung, wo ich Harris einsperren soll. Ist ja nicht so, als hätten wir hier Gefängniszellen. Aus dem Obduktionsbericht des Friseurs. Vorname Lemuel, Nachname Harry Ford. Arbeitsverhältnis zwangsverpflichtet. Todesursache stumpfe Gewalteinwirkung, Waffe unbekannt. Hat ordentlich was auf den Kopf bekommen, insbesondere ins Gesicht, um genau zu sein. Es ist total durcheinander. Die Nase ist um das Fünffache gewachsen. Der Kiefer fast vollständig weggeschrumpft. Ah, das ist die Schrumpfwaffe. Ja, und der wurde hier auf Scylla getötet. Ich nehme die Ärztin und Parvati mit, obwohl... Ah ne, wir lassen es so. Dabei könnte Vika auch ganz interessant sein. Willkommen im Nirgendwo. Ach so, wir sind hier unter einem Schutzschild. Dann geht das ja. Und wenn ich hier runterhüpfe, komme ich nie wieder zurück. Ach, es ist ein Fahrstuhl. Wisst ihr, wie viel besser das alles aussehen würde mit RTX On? Man würde es wahrscheinlich nicht merken. Got it. Heads down.
Guck mir noch ein bisschen um. Das Verkaufsautomat. Mohaha. Nicht, dass es was Gutes wäre. Also sie haben wirklich alles in die Ecke gepackt. Here we go. Why is it we find fights every place we go? Something going on over there? Oh, tut mir leid, Banditen sind ja hier. Und Sam Verteidigungseinheiten. Ihr macht das schon. Na, vielleicht nicht ganz so sehr. Warum ist der nicht runtergegangen? Normalerweise ist das so die Schwachstelle. Oh, jetzt muss ich bestimmt wieder von dem Ausstieg des... Ah ne, hier hat der gespeichert, okay. Dann geht das ja. Okay, das ist die Plasmawaffe. Here we go. Why is it we find fights every place we go? To take down a freighter this big. Feral. Was bist du denn? Hilfe! War fast süß. Er hat mich ein bisschen an Lilo und Stitch erinnert. Also an Stitch. Okay, die Sam-Einheit rennt da unten irgendwo rum. Da kann die auch eigentlich bleiben. Ich muss bestimmt dann nochmal zurück hin. Boah, scheiße, man kann... man kann sich wirklich umbringen, wenn man rausgeht. Ich hab grad, das Ding hält mich auf.
Weil ich habe einen zweiten Slot freigeschaltet. Was macht man da am besten rein? Die Roboter-Einheit hat uns gar nicht richtig gehört. Wenn die zu einer Asche zum Häufchen Asche werden, dann muss man immer die Leiche so lange suchen. Natürlich kommt vor einem Outer Worlds Stream ein Outer Worlds Werbeblock. Besser als früher, wo die Toasts Werbung immer kam. Oder von diesem komischen Pizza-Ding. Nicht, dass die Waffe schon viel beschädigt ist, die nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Schwerelosigkeit, also, dass man hier nicht ein bisschen schwerelos ist. Kritische Lösung aktualisiert. Ach, weil der Captain hier rumsteht wahrscheinlich. Der wird von den Banditen gefangen gehalten. Ja. Hey, Outlaw. You know, you didn't have to shoot me down if you wanted an autograph. Shut up now and you might get out of this alive. Can we hurry this up? I want that ship gutted before the Primals find us. Me. No big deal. Just shrugging off my injuries as I stroll away from another flaming impact crater. Also detecting constipation, hair loss, reduced fertility. Was? Verringerte Fruchtbarkeit aufgrund zu enger Hosen? Ich sollte meinen Kleidungsstil verändern. Haarausfall, das nimmst du aber zurück.
du stinkender Mülleimer. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver and you've come and saved me the trouble. Why does that sound familiar? It's Ellie. Excellent timing. Hello, Ellie. What a pleasure it is to see your sparkling beauty in this barren waste. It's Dr. Fenhill. You're absolutely correct, friend. No need to dwell on this, not at all. Symptoms detected. Elevated heart rate. Dilated pupils. Increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. Frage, warum benutze ich die Handfeuerwaffe? Weil es die stärkste Waffe aktuell ist. Und ich in Handfeuer die meisten Punkte drin habe. Von der Skillung. Captain Irion nehme ich an. The one and only. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? Lügen 1. Nein, ich kenne keine Wanda. I wager she told you to say that, the sly old bird. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these Automechs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Moment, die Roboter, die unterwegs sind. Du solltest mir danken, du hast Glück, dass du noch am Leben bist. Yes, well, I shan't. Give Wanda my chilliest regards. And farewell to you, dear Dr. Fenhill. I trust I'll see you next I find myself on the Groundbreaker. You'd better hope not. Und wer gerade Flammy, also Flamey, das Let's Play auf YouTube ist zurzeit bei circa dem ersten Abend, wir sind beim dritten Abend. Es fehlen also in etwa 5 Stunden. 4-5 Stunden, ja. Sind wir schon weiter jetzt. Das andere ist, was gerade gefragt wird, ich beantworte heute mal Sachen auch. Ja, warum kannst du bei manchen Automaten was nicht kaufen? Das brauchst du in der Tarnungsfähigkeit hacken. Da siehst du nämlich die Sache drin, fortgeschritten schaltet Zugriff auf zugriffsbeschränkte Gegenstände an Verkaufsautomaten frei. Und ich glaube, dass das mit dieser Zugriffsbeschränkung auch ein bisschen was damit zu tun hat, was für einen Ruf du hast bei unterschiedlichen Fraktionen. Weil teilweise hast du das ja auch bei Händlern, die dir nichts verkaufen sofort. Ich glaube, es hat schon was damit zu tun, wie sehr die dich mögen. Und war es jetzt alles mit dem Captain? Gerne doch. Das weiß ich aber nur, weil ich auf Hacken am Anfang gegangen bin, sonst wüsste ich es jetzt auch nicht aus dem Kopf. Also aus dem Kopf ist das falsch, aber... So, Dorset Bericht erstatten, aber es kann nicht alles sein hier. Besuche den Außenposten nach der Waffe. Easy. Ah, leichtes Sturmgewehr MK2. Jetzt können sie nämlich wirklich wieder lohnen, auch mal eine andere Waffe zu benutzen. Die macht halt viel Schaden pro Schuss, die Handfeuerwaffe. Obwohl das Sturmgewehr MK2 natürlich auch gut Schaden macht.
Allwissend bin ich definitiv nicht. Ich habe seit 3 Tagen nicht den Anfang von meinem Buch zu lesen. Was mich vielleicht ein bisschen schlauer machen würde. Jetzt tötet den. Ah nee. Wie wechsle ich dann das Item links oben? Ah. An die mittlere Maustaste kann ich die Waffe, also Zeit verlangsamen und Waffe wechseln. Place never even had a bar. No wonder it's abandoned. Wouldn't the quiet get to you? Knowing there's nobody out there? No one at all. Das Problem ist einfach auch. Von der Munition her ist die Automatikwaffe verschwenderischer. Der macht hier über 130 Schuss, ey. 130 Schaden pro Schuss, beziehungsweise 200 irgendwas. Mit einem Automatikgewehr machst du 50 bis 100 pro Treffer. Aber kostet halt jedes Mal eine Patrone. Da ist meine schwere Munition ruckzuck weg. Schwäche gegen Plasma? Nein, danke. Ich brauche keine weiteren Vorteilspunkte. Die Gegner halten ein bisschen mehr bei mir aus, weil ich auf schwer spiele und nicht auf normal. Oder leicht. Es gibt noch den Albtraummodus, aber dann gibt es so ein paar Survival-Elemente und ich wollte mich nicht die ganze Zeit damit aufhalten, dass ich irgendwelche Sachen essen muss. Mandi Ulara Redistributor. Hersteller unbekannt. Diese Waffe wurde von einem unbekannten und möglicherweise verrückten Wissenschaftler geschaffen. Wie genau sie funktioniert und warum, ist noch immer ein Mysterium. Es gibt kein zweites Exemplar. Wissenschaftswaffen sind einzigartige Waffen mit Effekten, die ebenso mächtig wie schräg sind. Sowohl der Schaden als auch die Effekte der Wissenschaftswaffen erhöhen sich zusammen mit deiner Wissenschaftsfertigkeit.
Sekunde. Verbraucht 2 Munition pro Schuss. Moment, sortier mal nach Wert. Muss man ein bisschen zerlegen, damit mein Inventar gleich nicht wieder voll ist. So, das Sturmgewehr 1, beziehungsweise MK1, das brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. Die kann weg. Das kann auch weg. Level 3, Level 1, Level 4. Da hatte ich ja Mods eingebaut, das kann bleiben. So, das war schon mal die Waffe und dann war es das, glaube ich, schon, wenn wir jetzt nicht irgendwas hier finden. Was sagt der Terminal? Vorläufige Ergebnisse des Geländegutachtens. Wir haben das Erstgutachten des Geländes abgeschlossen und ich muss eingestehen, dass du richtig gelegen hast mit deiner Vermutung. Ich schulde dir ein Mittagessen, wenn ich das nächste Mal auf Terra 1 bin. Wir hatten kaum mit der Untersuchung angefangen, als wir auf eine Mineralader mit hoher Dichte an Yttrium und Scandium stießen. Die Menge, die mein Team in den Druckanzügen extrahieren kann, ist begrenzt. Besorge uns einen Terraform und einige Bergbaurobotereinheiten, dann wird dieses kleine Unterfangen uns alle reich machen. Ich hoffe, das Wetter auf Terra 1 zieht dich nicht runter. Danke, dass du uns dieses Ersatzteil so schnell zugeschickt hast, Linda. Mein Team hat den Terraform repariert bekommen und er spuckt wieder Sauerstoff aus. Aber musstest du unbedingt einen voller Samen schicken? Diese verdammten Gräser lösen bei mir Allergien aus. Die Feldbegehung wird fortgesetzt. Die ursprüngliche Ader war schneller ausgebeult als erhofft, aber wir haben vielversprechende Ergebnisse von anderen Standorten erhalten. Die Scandiumdichte ist niedriger als am ersten Standort, aber das Yttrium-Vorkommen ist immer noch beachtlich. Letzte Woche hatten wir ein Vorstandsteam hier, das nach Signalen von der Hope scannte. Das Ergebnis konnten wir ihnen alle von ihren unglücklichen Gesichtern ablesen. 3 Jahre sind vergangen, seit der Vorstand das Schiff als vermisst eingestuft hat. So ein Blödsinn. Die Hope ist ja immer noch da. Der jüngste VP der Geschichte des Unternehmens. Versprich mir einfach, dass du nicht diesen Stumpfkopf Nethem zu deinem Nachfolger beförderst. Schlechte Nachricht, Lynn. Alle Standorte innerhalb der Kuppel des Terraformers sind trocken. Aber die Robotereinheiten bringen gute Proben von außerhalb des Rückhaltungsfeldes. Ich werde einen Flieger von dir anfordern, damit wir den Terraformer näher an die neuen Standorte heranbringen können. Mein Team hat gehört, dass du arrangiert hättest, dass eine reisende Zirkus-Timeshow Halt bei unserer Basis macht. Carrie, deine Ersuchung um eine Standortumsiedlung auf diesem nutzlosen Felsen ist abgelehnt. Du hattest über ein Jahr Zeit, um Profit zu generieren. Wenn du es bis jetzt nicht geschafft hast, wird es auch nicht mehr passieren. Und Evers ist zu sehr damit beschäftigt, deine Inkompetenz zu vertuschen. Ich will auch keine deiner abstrusen Ausreden hören. Das Terraformer-Versagen war schlimm genug, aber diese wilde Geschichte über Troglos, die frei herumlaufen und deine Ausrüstung beschädigen, hat den Bogen überspannt. Hat den Bogen absolut überspannt. Hast du mich verstanden? Die Arbeiten an einem Standort werden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Ich habe schon einen neuen Standort für dich im Sinn. Einen der Felsen im Orbit um Hephaestus. Dort hat es coole 170 Grad. Es wird dir dort gefallen. Und noch mehr Erinnerungen. Ja. Es wurde halt falsch gewirtschaftet. Möchte jemand mit dem Stock schlagen? Okay. Der Bergbauaußenposten ist versiegelt.
Ja, das ist nicht zufällig irgendwo ein Eingang. Ich mache überhaupt keinen Schaden mit Einhandwaffen. Warum nehme ich die überhaupt in die Hand? Wir werden wiederkommen, wenn es was zu tun gibt hier. In 8-12 Jahren. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. Gott sei Dank gibt es keinen Treibstoff. We've arrived at the Groundbreaker. I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw. Die werde ich wahrscheinlich hier abrufen können, ne? Nö. Aber was ich auf jeden Fall noch machen sollte, wo ist die Werkbank? Ach guck mal, die kleine Drohne, die ich eingesammelt hatte zwischendurch. Warum ist die denn bei der in der Kajüte und nicht bei mir? Scanning for error. This unit is unable to process the service request. Ah! Customer, please repeat the command. Hier war die Werkbank. Erstmal reparieren. Jetzt wird das Tüfteln schon 1000 Bits kosten, ey. Ja, verdoppelt sich immer. Schaden nach Rüstung plus 15%. Steuerung im Fernkampf reduzieren. Waffenreichweite plus 25%. Nimm mal Zapfschaden mit rein. Kritschaden um 25% erhöhen. Gut. Sagen wir eben der Dame, dass wir ihre Medikamente haben. Aber es gibt dann noch eine von diesen Spezialwaffen bzw. Wissenschaftswaffen hier auf der Groundbreaker. Wo auch immer die sein soll.